Willkommen zurück zu Pflanzen gegen Zombies und heute wagen wir uns an die Nachtübernachtung Survival-Nachttour in der Dunkelheit bei Hart. Und mit Hart meint die ja, das ist wirklich sehr, sehr schwer jetzt gerade, also aufpassen. Wir nehmen die Pilze mit, wir nehmen die Sprühdinger. Die Pilze nehmen wir mit, wir nehmen die Angst, die nehmen wir nicht mit. Obwohl... wir machen es mal so, wir nehmen das mal, obwohl, Frage, nehme ich das alte? Ich glaube ja. Ich habe die Grabsteine vergessen. Oh, es gibt ja Grabsteine. Oh nein. Wartet, ich habe auch alles andere vergessen anscheinend. Wartet kurz. Ich bin so blöd. Okay, wir machen es anders. Wir nehmen die mit, die mit. Falsch. Wir nehmen die mit. Dann nehmen wir den noch mit. Den Grabfresser. Nee, wartet. Wir machen es doch anders. Wir nehmen den mit, dann noch die und den Grabfresser. So, jetzt sollte eigentlich alles dabei sein. Und wir gucken mal, wie es läuft. Und die werden direkt mal angestellt. Denn ich weiß ja zum Glück, wo die Zombies sind. Wir sind ja nicht im Nebel oder sowas. Noch nicht. Und bereite erstmal ein paar vor, denn die ersten, die kommen, sollten eigentlich normale Zombies sein. Daher sollten ja eigentlich kein Problem sein. Und genau in der Lane, wo ich nicht war. Perfekt. Dann schieß mal, Kleiner. Dann schieß mal schön, okay? Danke und nochmal schießen. Der nächste auch schon mal gleich. Der ja. Deswegen, zwei Zombies reichen meist immer aus. Zwei Pilze reichen nicht aus für Zombies. Zumindest hat es das bewährt bisher, daher glaube ich mal daran. So, ich habe dann gleich meine erste Walnuss. Aber ich glaube, ich gehe zuerst auf die Grabfresser, weil ich erst Platz schaffen möchte, so ein bisschen. Bevor ich Sachen mache, die ich später bereuen könnte. Zumindest das Grab soll weg, bitte. Weil das ist ziemlich nah an meinen Sachen dran. Das finde ich nicht so schön. Oh, da kommt der erste Zombie mit Kopfchen. Mit Kopfschmuck. Das ist nicht so schön. Da könnten drei Gegner ausreichen, ich bin nicht ganz sicher, es könnte sein. Wenn nicht, dann hilft Erbse auch mal kurz mit, weil Erbse wird jetzt schon mal benutzt, um den ersten kleinen Schaden auszuteilen, so gut es geht. Und das macht er unten auch mal bitte, Dankeschön. So, dann kommt der hier auch noch hinzu. Okay, dann muss da jetzt nächste Erbse hin. Merke ich mir, die nächste Erbse kommt in die untere Reihe. Dahin. So. Grabfresser, gib mir in Arbeit, bitteschön. Danke. Und dann kommt da nochmal eine Erbsen hin und dann haben wir es eigentlich schon mal für den Erbsen. Zumindest für den Anfang. Okay. Jetzt liegt der Fokus erstmal auf den ganzen Gräbern loswerden, denn die nerven mich am meisten fast schon von den ganzen Sachen, die sind. Den Gräber hinter meine Ausbreitung von Pflanzen, die ich später haben möchte. Daher nutze ich die erstmal jetzt. Bitte nicht fressen. Bitte nicht fressen. Oh, danke schön. Ich wollte gerade sagen, wehe, du frisst jetzt mein Grabding. Das Ding ist teuer. Falls du das fressen solltest, erwarte ich eine Kompensation dafür. Und zwar eine Menge.
Schnell, fress! Fress! Okay, da geht's schon mal los hier. Ich warte noch kurz. Ich sag, die erste Welle wird kein Problem. Oh, da kommt der erste, der Problem sein könnte. Aber das ist gut, denn ich habe da schon mal Platz für die da gemacht. Kommt der Blase-Zombie erstmal hin? Ja, der Blase, Blase, Blase. Und ich habe keine Dinge mehr davon. Sehr gut. Ich habe keine Grabsteine mehr. Oh ja, die sind ein Problem erstmal für mich. Die werden später ein Problem sein. Und gleich der nächste. Perfekt. Gleich der nächste hinterher. Den kann ich auch sofort töten. Der kriegt erstmal jegliche, die er brauchen kann. Und um fähig zu werden. Und dann gucke ich, wo der nächste Eimerpilz ist. Der nächste Eimer-Zombie. Denn auf die muss ich jetzt besonders aufpassen. Denn die sind stark, wie wir gesehen haben. So, da kriegt ihr eure Wellenangriffe erstmal. Das ist gut. Die Wellenangriffe sind stark, nämlich erstmal. Daher nutze ich die auch. Deswegen an sich gefällt mir der Aufbau auch ganz gut eigentlich, den ich habe. Der ist zwar recht, der ist recht sicher für den Anfang. Finde ich persönlich zumindest. Ist ein gutes Damage zumindest, das wir haben. Ich denke mal, ich baue erstmal hier was fertig, bevor ich da oben weiter anfange. Ah! Wie uncool! Die Gräber wachsen einfach. Ah, das mag ich überhaupt nicht eigentlich. Sowas finde ich mal gar nicht geil. Aha. So Randomness kann ich gar nicht leiden. Gar kein Stück. Egal, okay. Zwei haben wir geschafft, jetzt kommen erstmal die... Ja, Pogos und Ballons, klar, beides auf jeden Fall. Okay, Kaktus brauche ich, Long-Dinger. Ich brauche... Feuer. Eis nehme ich noch mit. Was brauche ich noch, was brauche ich noch, was brauche ich noch, was brauche ich noch? Ich brauche noch, Puffs-Rooms. Und Duplikatoren, ja, so. Wie mache ich das jetzt? Das kommt drauf an, worauf konzentriere ich mich? Darauf, dass ich überall einen Kaktus erstmal habe, oder warte ich, bis ein Fliegending kommt und dann mache ich genau da den Kaktus hin, wo er gebraucht wird? Pflanze, dankeschön. Ich glaube, ich werde mich eher in Richtung 2 orientieren. Also erstmal da an was bauen, wo ich was brauche. Weil ich glaube einfach, es wäre die schlauere Alternative für dem, was ich vorhabe. Oder ich baue da, wo ich denke, wo ich es brauchen könnte. Also hier zum Beispiel. Ah, oh, das wird so nicht gut ausgehen, dass ich jetzt schon komme. Das passt an sich gar nicht in mein Modellraum, was ich vorhabe. Ah, ungünstig. Alles sehr, sehr ungünstig. Ich meine, der Schaden ist da und das ist gut, aber der Schaden ist zu wenig.
Oh Gott, das war gerade. Mein Fernseher gerade ein bisschen geflasht und ist mich ein bisschen irritiert. Ich sehe es kommen. Ballon kommt genau dahin, wo ich nichts habe. Wahrscheinlich. Es wird genauso kommen. Das kann ich jetzt schon vorher sehen. Fast. Einen habe ich nicht. Okay. Aber der Rest passt schon. Der Rest passt. Der Rest ist gut. Ja, der Rest passt. Okay, der Rest ist sicher. Der Rest ist geborgen. Jetzt kommt da oben noch einer. Dann habe ich alles sicher von Ballon-Zombies. Sehr schön. Ja, läuft doch. Okay. Die habe ich schon mal sicher. Das ist gut. Okay, da habe ich den auch schon mal sicher. Das ist super. Es fehlen noch zwei Tall Nuts. Aber gleich wahrscheinlich drei, weil der Mittler auch nicht mehr so gut aussieht. Natürlich genau da hin, wo ich den gerade nicht habe. Das ist gerade mein Glück. Ist einfach Pech. Das ist einfach pures Pech gerade, aber er ist trotzdem K.O. Das ist gut. Nur da oben habe ich jetzt gar nichts mehr. Ah, wartet mal. Wartet mal kurz, Leute. Ich muss mich kurz ein bisschen konzentrieren. Okay. So, jetzt habe ich überall Tall Nuts. Das ist gut. Das mache ich gleich hier im Puffschuhm weg. Genau, ich mache die hintere Puffschuhmreihe weg, glaube ich. Dann mache ich da nämlich die Feuerdinger hin. Dann kriege ich wenigstens recht viel Feuerpower, das ist gut. Ja, ja, okay, okay. Okay, das funktioniert. Die Frage ist, wie lange? Weil ich glaube, es wird nicht lang funktionieren. Nee. Uiuiuiuiui, das ist gerade sehr verwirrend für mich. Oh, da oben ist... Nein! Uiuiui, okay, der Schaden ist gut, der Schaden ist da, der Schaden ist super. Oh, wow, der Schaden ist echt gut. Wow! Wow, das ist Schaden! Cool, yeah! Ernsthaft, jetzt schon, Gargantuas? Was? Klar. Was? Okay. Okay. Ich bin gerade überfragt, wie das klappen soll gleich bei mir, aber okay, ich glaube daran und hoffe, es funktioniert. Wo mein Zweifel groß ist, den man hoffentlich erkennt, mein Zweifel, den ich habe in dieser Welt. Was? Oh, das war ein Fehler, das war ein großer Fehler. Ist doch nicht so schlau, ich hätte vielleicht erstmal... egal. Ich sage, der Damage ist gut. Der Damage ist nicht zu unterschätzen, den ich habe. Dem bin ich ganz, mit dem bin ich ganz zufrieden eigentlich. Mir fehlt halt wieder Feuer, so. Ich habe einfach auf die Gargantuas gar keinen Bock, und zwar so gar keinen. Ah, ich brauchte vielleicht einen Doom Shrooms, das wäre eine Möglichkeit. Oh, das, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, die funktionieren könnte. Sehe ich gerade, film ganz auf. Das könnte an sich wirklich funktionieren, die Doom Shrooms benutzen. Na, mal gucken. Wenn meiner kommt, dann gucke ich mal, was ich mache. Und dann sehe ich es ja. Wenn zwei kommen, dann habe ich ein Problem. Ja, das ist meine Theorie, mit der ich jetzt gehe. Also... Oh, jetzt schon Gargantuas, ey. Ihr mich auch. Oh, das ist so... das gefällt mir auch nicht. Okay, das sind Katapulte. Damit kann ich leben. Entschuldigung? Die Katapulte überfahren meine...
Meine Dinger. Meine Schutzschilder. Oh nein. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass das passieren wird. Oh, das ist eine Menge Schutz, die mir jetzt hier verloren geht. Ja, lohnt es sich, bei uns zu machen, weil die werden wahrscheinlich sowieso überfahren, wer noch nicht. Oh, da haben wir eine Gargantua. Alles klar, da haben wir ihn. Die Mutter aller Mutter. Ja, das war... Zwei hintereinander! Sonst geht's aber gut, oder? Sonst geht's euch noch gut! Ja, nee, das war's gleich. Was ist das denn? Das sind vier Gargantuas. Vier. Ich konnte nicht mal gegen einen von denen klar. Wow. Wow. Ich bin gerade eine Mischung aus entsetzt und verwirrt. Das ist ja unglaublich. Oh, wow. Was ist das hier? Ich meine, ich habe die noch, ja, aber mein ganzer Reis kaputt. Meine ganze Reis ist fertig. Ich habe keine Pflanzen für Schützen, ich habe gar nichts mehr da. Und ich habe keine Sonne mehr. Das ist vorbei. Das Spiel ist vorbei jetzt für mich. Nochmal einer. Nee, das war's. Sorry, Leute. Oh, was ist das? Nee, weg. Alter. Was machst du gegen Gargantuas? Ey, was macht man gegen die jetzt genau? Ich bin überlegen, ob ich wirklich Upgrades taufe oder nicht. Aber ich will nicht. Ich will es eigentlich ohne schaffen. Ich hole es nochmal ohne. Aber dann muss ich. Gibt es irgendwas zum Kaufen, was ich machen könnte? Ein paar wären vielleicht ganz cool, aber. Okay. Ich habe wirklich gar nichts von den Sachen, deswegen. Ich gucke mal, was ich machen kann. Okay. Erstmal muss ich gegen die. Damit kann ich mit denen ja gut klar. Vielleicht noch auf die hier wechseln erstmal. Die machen nicht mehr Schaden, oder? Oh, was soll ich denn sonst machen? Ich könnte die benutzen, ja. Aber ich brauche halt trotzdem das Feuer wieder. Und das Feuer kommt halt erst später. Okay, wissen wir was? Ich versuche es nochmal. Nochmal die gleiche alte Taktik. Ja, okay, ja. Ich habe den Grabfresser wieder vergessen. Ich weiß nicht, was ich dafür mitgenommen habe. Was ich erstmal nicht hatte. Ich habe gar keine Ahnung, was ich vergessen habe dafür. Ich denke, oh, was habe ich. Hä? Oh, ich hatte letztes Mal die Mine nicht. Ja, genau, die Kartoffelmine. Klar, macht Sinn. Ich brauche die auch gar nicht unbedingt. Okay. Oh, Junge. Das ist Arbeit. Das ist eine Menge Arbeit hier. Die Probleme sind die großen, dicken Dinger. Die großen, dicken Dinger sind Probleme. Die gehen gar nicht für mich. Aber ich keine Ahnung habe, wie ich die besiegen soll. Nö, noch gar keine Ahnung. Null Ahnung habe ich. Ich meine, vereisen war ein Plan, ja, aber durch die Feuerdinger werden die wie aufgeweckt. Das heißt, das.
Wisst ihr was? Ich glaube, ich schalte um auf die Katapulte. Ja, ich schalte um auf die Katapulte auf jeden Fall. Okay. Weil ich glaube, das Maiskatapult war das Gute und das war bei den Gargantuas ganz schön okay eigentlich. Weil der gestunt war dadurch und das könnte recht hilfreich sein. Aber man braucht eine Menge davon. Also so drei Stück, zwei, drei Stück mindestens, weil sonst. Und die Melonendinger. Melone brauche ich und die normalen, weil sonst. Ah, natürlich da hinten, wo sonst. Natürlich genau da, wo ich noch nicht war. Super. Dankeschön. Dann brauche ich auch noch diese komischen Palmenviecher für die. Wenn die kommen. Also wenn die Katapulte kommen, dann brauche ich die Palmendinger. Ich darf nicht ganz nach vorne gehen. Hier werden die überfahren. Das heißt, bis dahin darf ich nicht. Dafür bis zur drittletzten Linie gehen. Weil sonst kann ich meinen Pflanzenschiff sagen, die da vorne sind. Oder ich nehme wieder die. Die einen Pflanzen da. Die waren ganz okay eigentlich. Die Boden. Die Pixelböden. Ah, muss ich überlegen. Ich guck mal, wann die auftauchen. Und dann entscheide ich spontan, würde ich sagen. Ja, das macht zumindest am meisten Sinn, glaube ich. Erstmal gucken, wie es läuft. Und dann entscheide ich spontan, was ich mache. Denn wir haben ja zum Glück gesehen, dass nicht jeder Run gleich läuft anscheinend. Das heißt, wir können uns ein bisschen Freiheit erlauben. Und ein wenig Spekulation. Auf die ich mich auch gern beziehen werde danach wahrscheinlich, ja. Okay. Den ersten haben wir groß bekommen. Yay! Wir haben den ersten Big Boy. Den zweiten Big Boy. Yay! Aber ich habe das Gefühl, die schießen langsamer als die. Schießen die langsamer als die P-Shooter? Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube irgendwie schon. Aber da kann ich nichts zu sagen. Ich bin nicht ganz sicher bei denen. Deswegen, ich sag mal nichts dazu. Es könnte sein, dass sie langsamer schießen, aber ich weiß nicht genau. Da halte ich mich da erstmal raus und sag dazu erstmal nichts. So, das heißt, wir gehen höchstens gleich bis da vorne. Das heißt, wir gehen höchstens bis nach da. Wenn sie pflanzen. Höchstens nach da. Soweit ich das richtig im Kopf hatte. Ich hatte vorher hier. Feuer. Nee, warte mal. Muss ich noch einen zurückgehen dafür? Oder habe ich irgendwas falsch gerechnet? Wir hatten hier einen Shooter, zwei Shooter. Feuer. Puste. Ha. Doch noch ein weniger? Nee. Hey Serien Yeti, gut, dass du da bist. Ich brauche dich gerade mal kurz. Und du kannst aber gleich wieder gehen, bitte. Danke. Ich rechne gerade und das Rechnen fällt mir gerade echt schwer. Ich glaube, das passt nicht, was ich im Kopf habe. Ich glaube, da passt was nicht in meinem Kopf. Oder ich verhebe mich gerade total, ist auch möglich. Aber nee. Irgendwas passt da gerade einfach in dem Kopf.
Ah, Mann. Ich bin so schlecht im Rechnen. Ich glaube, ich war nicht hier. Ich glaube, ich war da vorne eine Reihe. Ich glaube, das passt jetzt so ungefähr. Ja, genau, es passt. Ich war eine Weile vorne, das weiß ich noch. Weil ich hatte einen Platz frei, um die ganzen Sachen zu setzen, wie Frostdinger und Jalapenos, deswegen. Dann passt der Aufbau jetzt. Wenn jetzt Katapulte kommen, dann werden sie meine Pflanzen nicht zerquetschen. Das ist gut, denn das brauche ich auf jeden Fall. Und jetzt wird erstmal Geld gesichert, das heißt, ich werde erstmal nichts mehr machen. Damit ich gleich direkt Mais kaufen kann, ganz viel, und vielleicht sogar schon ein oder zwei Melonen. Denn auf die wird gleich wahrscheinlich hinauslaufen. Ich könnte aber hier mal noch einen von denen setzen eigentlich, die sind recht billig. Und machen recht gute Arbeit daher. Ich werde nur mal auffüllen kurz. Weil ich finde, in der Zeit, wo die das machen, kann ich dann weiter Geld sparen, weil sonst wird es sehr, sehr knapp mit dem Geld. Weil die zerkauen schon die Walnüsse. Die machen da schon eine gute Arbeit dran, ey. Uhuhuhui. Und hier noch einer. So, weiter Geld sparen, weiter Sonne sparen und hoffen, dass es am Ende gut läuft. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Warte kurz, ich habe kurz was. Ich habe es verschoben. So. Alles klar. Ich bin kurz aus dem Bildschirm wieder raus. So, ich bin wieder. Hallo. Das kommt davon, wenn du nicht im Vollbild spielst. Du klickst gerne mal aus dem Bildschirm raus. Jo. So läuft das hier, aber ist nicht schlimm. Okay, aber gespart habe ich eine Menge schon mal. Ich muss nur hoffen, dass ich die Welle überlebe. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Fress, baldig. Danke. Die Gräber müssen weg, die nerven mich sonst zu Tode. Die Gräber werden immer weggemacht, sofort. Instant. Okay. 1000 Sonne ist okay. Ja, um die 1000 Sonne ist eine gute Aufgabe, ist eine gute Mischung, das ist gut. Eine gute Ausbeute. Okay. Ungelogen, die gefallen mir 10-mal besser, als die ich vorhin hatte. Die gefallen mir 10-mal besser. 100%ig nehme ich mit, danke. Die nochmal. Grabfresser und Paschums nehme ich mal mit. Ja. Wenn die jetzt erstmal setzt. Und die werden auch erstmal setzt, die ganzen kleineren Dinger hinten. Weil die kommen eh keiner ran daher, who cares? Und zwar mit Mais, mit wunderschönem Mais werden die ersetzt. Ja, der Mais. Wer mag denn nicht den Mais? Der Mais wirft so schöne Butter. Wie damals bei Mutter. So, und dann kommen hier schon mal die Melonendinger hin. Aber es klappt. Okay, nochmal Melonen-Ding. Und es passt gleich genau mit dem Melonen-Ding nochmal. Ja, einer passt noch genau hier hin. Es läuft gerade sehr gut alles hier. Das läuft gerade super gut. Darüber freue ich mich auch sehr. Yay!
Noch besser wird es, wenn ich die Melonen auch alle ersetzt habe einmal. Die ganzen Kohlköpfe ersetzt habe durch Melonen. Dann wird es noch besser, der Damage. Aber so läuft es erstmal gut. Daher keine Kritik an irgendwas gerade. Ich bin rundum froh. Trotzdem wird das ersetzt. Kurz, danke. Ach ja, Grab. Oh, kein Grab. Okay. Ach, das kommt wahrscheinlich erst am Ende der Runde. Also ganz im letzten. Okay. Oh, die leben noch zu lange eigentlich. Warum leben die so lange noch? Ich muss sagen, mir gefällt die Lebezeit der Dinger noch nicht. Die sind so lange noch. Das verstehe ich nicht. Aber okay. So, und? Noch einmal setzen. Und noch einmal den da setzen. Und da habe ich die auch ersetzt. Perfekt, dann komme ich damit auch fertig, klar. Jetzt kommt die Frage, will ich die ersetzen einmal durch die Mais? Ich glaube schon. Aber noch nicht jetzt, glaube ich. Noch nicht jetzt eigentlich. Nee, noch nicht jetzt. Erst später. Erst wenn ich fertig bin, allen bin. Weil die sind mir eigentlich zu nützlich für die ganzen Screen-Door-Schilder da, deswegen. Ich will sie eigentlich noch nicht loswerden. Nö. Da sammle ich lieber Geld und hoffe, dass ich dann gleich danach einfach auch wegtauschen kann. Oder vielleicht bald ich sie auch mal gucken. Komm, fress, 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 fress. Danke. Okay, das läuft, das läuft, das läuft. Das läuft bisher sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Und das Gute ist, wenn ich dann einfriere, haben die keine Entschuldigung, eingefroren, nicht eingefroren zu bleiben, was super ist. Okay, Leiter. Leiter, Leiter. Was mache ich mit Leitern? Ich muss irgendwo Magnet hin tun. Und Kürbis brauche ich. Noch die nochmal und den nochmal. Okay. Ich brauche Magnete also. Und ich tue hier schon mal die dahinter packen. Es tut mir auch ein bisschen weh leider und auch ein bisschen leid, dass ich das machen muss. Aber es gibt keine andere Möglichkeit leider. Sorry. Mit den Magneten, mit den Leiterfuzzis ist nicht zu spaßen. Die können echt einiges ruinieren. Daher will ich die so schnell möglich loswerden. Oh, der Schaden, der ist effizient, der Schaden. Der ist sehr gut gerade. Wow, ich bin beeindruckt vom Schaden. Der kann sich wirklich sehen lassen. Vielleicht... Ich überlege, ob ich noch hinten noch einen loswerde von dem vielleicht und dann da nochmal so einen... Oh, ich habe den gleich dabei. Oh nein! Was habe ich denn sonst weg gemacht? Ich habe nicht gesehen, dass ich keinen der... keinen der Melonen dabei habe. Jetzt habe ich da Mais hingepackt. Ja, okay. Einmal kurz, um zu stören. Ich habe auch nicht sehr viele von den Leitern, das ist das Problem. Ich habe nicht sehr viele, daher müssen die Dinger dann ganz dringend ganz dringend Kürbis aufgesetzt bekommen. Weil sonst werden die sich durchfressen hier. So, mal gucken, da haben wir noch ein paar. Da haben wir schon mal einen Leiter-Zombie. Die Leiter ist weg, das ist gut. Der Helm ist auch weg.
Wir haben weitere Football-Zombies, die sind nicht so schlimm. Die können ruhig da hinten bleiben erstmal. Die Helme sind weg. Jetzt muss ich hoffen, dass gleich nicht nur ein Leiter-Zombie kommt, weil die könnten sonst problematisch werden. Denn meine... Obwohl, gar nicht wahr. Meine Magnete sind okay. Einen habe ich noch frei. Okay, sie haben sie erholt. Das ist gut. Dann kann ich wirklich weitermachen mit den Sachen und Gold sammeln. Oh, so viel Sonne. Aber 5 reichen total. Also 5 sind total ausreichend, muss man sagen. 5 sind super. Fünf von denen sind mehr als ausreichend. Hundertprozentig. Oh. Das wird mir gerade ein bisschen zu voll von den Magneten her. Deswegen habe ich das so gemacht, aber das Gute ist, manchmal kommen sie gar nicht erst hin. Was das Gute daran ist. Aber, oh, jetzt wird schwer, weil jetzt habe ich keinen Platz mehr frei. Okay, Magnet. Oh, danke, Magnet. Du hast gute Arbeit geleistet. Oh, danke schön. So. Jetzt werden die Magneten beschützt. Mit den wunderschönen Kürbissen, die ganz schön lange brauchen. Ey, Junge, Junge. Geld, Geld, Geld. Die brauchen echt verdammt lange, bis sie fertig sind. Junge, Junge, Junge. Hallo. Haya Doski, ey. Uhuhuhuhui. Oh ja. Dann mach ich danach fertig. Mal einfrieren einmal ganz, damit die erstmal ein bisschen Energie verlieren. Jetzt dürfen die an sich kein Problem mehr sein. Nö, kein Problem mehr für mich. Sehr gut. Du hast schon mal das Grab auf da. Ich kann auch einfach den pflanzen. Perfekt. Oh, das läuft doch gut. Pogos, oh mein Gott, Pogos und Zeitung, das ist super, damit kann ich arbeiten. Ja, ja, das ist super. Lass das so. Okay. Okay, die Mayonna davor. Magnet habe ich genug. Eis. Wassermelon wollte ich mitnehmen. Und nochmal Pumpkins habe ich noch bei. Die nochmal mitnehmen. Und wie wäre es nochmal mit... Den da, genau. So, perfekt. Sorry, Buddy. Obwohl ich glaube, das ist gar nicht so notwendig, wie ich denke die ganze Zeit. Wenn ich mal so gucke. So, jetzt habe ich... Dann habe ich da was sichergestellt. Mache ich dann den nächsten Tier sicher. Ich mache mir den vollen Bereich voller Pixie-Dinger, denn die machen auch extra Schaden. Und extra Schaden ist immer schön. Ja, es läuft doch gerade. Aber ich glaube, es kommt, weil auch kein Gigantor dabei war. Wenn die kommen, dann wird es drastisch. Und dann wird es weniger locker wie jetzt. Ich war noch kurz mit... Obwohl? Nee. Pumpkins werden jetzt schon fertig gemacht. Ich warte noch mit den letzten Melone, weil die hat noch Zeit. Die Melone hat noch Zeit. Die kann ich noch später setzen. Erstmal will ich hier vorne die Stacheln fertig haben und da hinten die Pumpkins. Aus zwei Gründen. Nummer eins, ich habe wirklich noch Angst, dass die Gargantuas und vor allem die, wie heißt nochmal, die Katapulte kommen. Und ich hoffe, dass dagegen die Pflanzen, die Stacheldinger helfen. Müssten sie an sich, weil die auch Reifen besitzen. Ich meine ja nur. So, Flagge 7 kann kommen. Ich glaube, ich bin bereit. Ich glaube es mal. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich bin bereit. Das Gute ist, jetzt haben auch die ganzen Sachen keinen Platz mehr zu wachsen. Die ganzen, Grabsteine. Und wir haben, hallo, unsere Barbara. Unsere wunderschöne Schönheit. Oh ja, oh ja, oh ja, da platzen sie und ich kann das Geld nicht mehr einsammeln.
Das Geld einsammeln wird mir gerade zu anstrengend, Jungs. Bitte lasst es. Na, ja, da kommt der Pogo-Zombie, der ist auch egal. Weil der gleich springen wird, richtig. Der kommt nicht mal zum Springen, weil die Pogos vorher weggezogen werden. Sorry, Kumpel, aber keine Pogos in meiner No-Pogo-Zone. Entschuldigung. Da steht auch alles in deinem Vertrag. Also, ich würde es mal lesen, wenn ich du wäre. Denn da steht alles über die No-Pogo-Zone. Die herrscht genau von meinem Garten aus gesehen für immer. Oh, der Pumpkin braucht noch eine lange Zeit, bis er fertig ist. Das nervt mich ein bisschen, aber gut. Man kann nicht alles haben, ne? So, dann kann ich leider schon an den Melonen arbeiten. Weil ich sehe gerade, die Melonen sind jetzt fertig. So. Noch eine Melone, denn Melonen machen Flächendamage und da machen die am meisten Sinn, ne, Mitte. Setzen da oben. Ich sag ja, es kann eigentlich nichts wachsen, oder? Oder wächst dann einfach da, wo schon was war? Nee. Was? Entschuldigung? Der wächst einfach mitten im Garten? Was soll das denn? Entschuldigung? Okay, Katapult ist dabei, aber nicht der Po, nicht der Gargantua, sehr gut. Was soll das denn gerade? Der wächst einfach mitten in meinem Garten rein. Was soll das denn? Was für eine Frechheit. Junge! Was soll das? Ich habe nicht mehr so viel Geld dafür. Ey, was für eine riesen Frechheit. Wächst einfach in meinen Garten rein. Was war's denn? Das war ja nicht der Deal hier. Junge, was für eine Frechheit von dem. Richtige Unverschämtheit. Hat er kein Manieren oder was? Oh Mann, Alter. Wow. Okay, merken. Kümmert euch gar nicht um die Grabsteine anscheinend, weil die wachsen anscheinend trotzdem mitten in den Garten rein und können alles zerstören, wenn ihr wollt. Lustig. Was ist das für eine Idee? Ich meine, stell dir vor, du hast richtig gearbeitet und denkst so, boah, cool. Kommt nichts mehr durch und dann. Ja, ich wachs mal kurz in den Garten rein, ne? Aber mach dir mal keinen Stress. Ich wachs nur in deinen Garten rein und mach alles kaputt. Ich meine, Stefan wächst genau dahin, wo nur eine Pflanze ist, die Schaden machen kann. Zum Beispiel, Stefan wäre jetzt hier gewachsen. Hinter meiner Melone. Was dann? Also vielleicht soll man doch vorne eine Reihe freilassen, oder zumindest am Ende des Spiels, kurz vor der letzten Welle, ein Feld freimachen, damit da der, damit da das Ding wachsen kann, weil sonst wächst es irgendwo hin. Merken. Ja, wenn das Spiel fast vorbei ist, einfach irgendwo ein Feld reinmachen. Am besten am Ende des Spiels, wo du es so schnell wieder schließen kannst, wie ich mit meinen Dorndingern hier. Und einfach den darin wachsen lassen. Das ist okay. Dann stört auch keinen. Aber sonst, nee. Sonst einfach nee. Okay, es funktioniert, was ich dachte, aber ich sehe jetzt gar nicht, wo schon was ist und wo nichts mehr ist. Anscheinend nirgendwo, wo ich denke, wo was frei ist, ist nichts mehr, okay. So viele Pflanzen! Ich liebe es, Pflanzen zu kriegen, die machen so viel Spaß. Okay, da oben muss ich das wieder hinmachen, weil sonst habe ich da oben nichts mehr. Da habe ich jetzt noch einen, das heißt, da muss ich jetzt noch nicht nachbauen, da muss ich jetzt nachbauen und da oben auch. Oh Gott, ich könnte mich mal beeilen hier. Oder gesagt, können sie aber nicht beeilen, weil langsam reicht es mir, dass die ganze schießt, ey. Warte, warum schießt der? Ich habe doch ein Ding angepackt, oder nicht? Hä?
Hören Sie auf! Hören Sie auf zu schießen, ich sehe nicht, wo ich was hingebaut habe, wo noch nicht. Oh, es nervt mich gerade. Es gibt mir richtige Anxiety gerade hier. Gott. Gut, da ist anscheinend keiner mehr. Da schon. Da auch eigentlich, sehr gut. Okay, da ist keiner mehr, da muss ich einen hinmachen gleich, wenn ich was habe. Uiuiui, letzte Welle. Also an sich habe ich gewonnen, aber ich möchte es gerne ohne meine Rasenmäher schaffen. Und wenn ich das geschafft habe, boah, bin ich stolz auf mich selber. Okay, der ist platt, der ist platt, der ist platt. Okay. Okay, der untere ist auch platt eigentlich, aber hier ist noch... Ja. Ach komm, einmal auch einfrieren. Einfach was Schönes. Und oh mein Gott, Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Und? Oh mein Gott. Wir haben es geschafft mit nur 6 Pflanzenplätzen und keine Verbesserung und wir haben nichts verloren. Ich bin stolz auf mich. Yay. Aha, das habe ich verdient. Sehr schön. Und wir gucken jetzt mal meine Pflanzen an. So, wo sind sie denn? Da. Oh mein Gott, so viele Pflanzen bekommen. So. So, die werden jetzt auch mal enthüllt. Hallo Pflanzis, was seid ihr denn so? Außer laufende Geldquellen anscheinend, aber was seid ihr noch so? Ich hätte mehr Wasserpflanzen. Die beiden sind ein bisschen langweilig irgendwie. Könnt ihr Wasserpflanzen sein, bitte? Das wäre echt nett von euch. Am besten die Seerosen einfach, die wären cool. Oder die Pilze. Aber das ist eure Sache, seid was ihr wollt. Ich möchte nicht zwingen, ist nur ein Vorschlag. Ich kaufe schon mal ein bisschen mehr von denen hier nach. Sehe ich gerade. Ich hab mal gucken, wir haben... Oh, ein Pilz, oh, wie süß. Oh, noch ein Pilz, toll. Okay, langsam nicht mal ganz so süß irgendwie. Ich habe wirklich kein Zuhause für euch. Kann ich es kaufen? Es kostet noch so viel. Oh Mann. Na gut, kommt oben in die Ecke. Ist auch ein schlafender Bruder. Komm. Und du. Oh, nochmal Wasser. Junge, 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 bist du durstig. Kann ich auch verstehen. Die Temperaturen sind schrecklich, daher ist okay. Und? Oh, okay. Oh, was bist du? Du bist. Auch ein Pilz. Yay. Meine Pilzbande oben. 3000 schon, wow. Die ist 8000 wert. 3000, okay. Was mit denen? Wie sind die wert? 10.000, Junge, wow. Okay, interessant, gut zu wissen. So, dann machen wir nächstes Mal weiter mit dem Survival Pool Hard. Und ich hoffe, es wird so gut gelaufen wie heute. Tschüss.